Statt den Masten in ein herkömmliches Köcherfundament einzulassen, stecken wir ihn auf einen auf das Fundament angebrachten Zapfen. So müssen wir den Masten nicht richten und eingießen. Er ist sofort bereit für die Montagearbeiten. Andernfalls müssen wir circa eine Woche die Aushärtezeit des Betons abwarten. Im Großteil der Projekte, die wir machen, handelt es sich um Leitungsanpassungen. Und in diesem Fall bedeutet diese Montage kürzere Ausfallzeit der Leitung, kürzere Ausschaltzeiten. Das ist natürlich insbesondere für den Betrieb ein Vorteil. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in der Schweiz die allerersten sind, die diese neue Technologie anwenden.